achieved with CryEngine 3. Mein Name ist Karl Rasch. Die Freigabe dieser Akten ist meine letzte Amtshandlung als Präsident von Hargreave Rash Biochemical. Hören Sie bitte gut zu. Sie müssen die Wahrheit kennen. Die Außerirdischen, die wir Seth nennen, sind seit Millionen von Jahren hier. Wir entdeckten sie während des Tunguska-Ereignisses und nahmen uns ihre Technologie. Mit dem gestohlenen Wissen gründeten wir diese Firma. Wir bildeten das Raptor-Team und schickten es daraufhin nach Lingshan, um unser experimentelles Exoskelett einem Feldtest zu unterziehen. Der Teamleader, Prophet, wusste mehr als die anderen, aber auch er wusste nicht alles. Der Nanosuit besteht aus Alien-Material. Wir hatten keine Ahnung, dass er die schlafenden Seth rufen würde. Das war der erste Krieg gegen die Aliens. Nur zwei Raptors überlebten. Prophet und Psycho. Prophet war danach verändert. Für immer von den Seth befleckt. Immerhin hatten wir überlebt. Aber die Aliens waren nicht geschlagen. Sie passten sich der Umgebung an und attackierten uns erneut. Prophet bekämpfte sie in New York und entwickelte seine Nanosuit zu einer unfassbaren Waffe. Aber die Alien-Kontamination brachte ihn den Seth noch näher. Und so tauschte er sein verderbtes Fleisch und wandte ihre eigene Waffe gegen die Seth, um ihre Truppen zu vernichten. Aber er wurde verraten. Cell, der militärische Arm dieses Unternehmens. Sie ließen sich für den Sieg in New York feiern. Und jetzt greifen sie in Washington nach der Macht. Die Seth sind besiegt. Doch ihre Technologie bleibt tödlich. Cell benutzt diese Technologie, um die Weltwirtschaft zu kontrollieren. Ich bitte Sie nur um eines. Finden Sie Prophet. Er ist gefährlich. Kein Mensch mehr. Aber er kann Cell stoppen. Finden Sie Prophet. Und beten Sie zu Gott, dass er uns ein allerletztes Mal rettet. Vor 23 Jahren besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten sie auf. Ich hielt sie auf. Aber die Cell Corporation nutzte das entstandene Machtvakuum, um ihren Einfluss zu vergrößern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Cell hat alle überrascht. Sogar mich. Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Cell ist nicht die eigentliche Gefahr. Der mächtigste Alien, der Alpha Seth, lebt noch. Er hat mir die Zukunft gezeigt. Er weiß, was mich antreibt, woran ich glaube. Dass für einen guten Soldaten nur eines zählt. Eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Vergessen Sie mich nicht. Als Sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper aufhielt, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis. Man bezahlt jedes Mal etwas mehr.
Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Wenn die größte Kampfmaschine versagt, was tun wir dann? Was mache ich? Gebt euch Deckung. Dein, 3 Mann unterwegs. Aufpassen. Willkommen zu Crysis 3. Wir legen heute gemeinsam los mit einer neuen Kampagne auf der Xbox 360. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Konsolenspiel gesehen, das so verdammt gut aussieht. Ich würde sagen, Crysis 3 sieht besser aus als Halo 4. Andererseits habe ich Aliens gespielt und alles sieht besser aus als Aliens. Vorwärts! Alleine schon der Regen hier. Die Spiegelung. Wahnsinn. Romeo Actual, hier ist Romeo 1. Initialisiere Burnout. Over. Verstanden, Romeo 1. Da müssen wir dich reinbringen. In den Dom. Das sieht nach Krieg aus. Der Alpha-Chef? Nein. Erinnerst du dich an die Typen, die dich in Sibirien mit Carbolts vollgepumpt haben? Die Typen, die dich für was weiß ich wie lange kaltgestellt haben? An die Typen, die mich geskinnt haben und die dasselbe mit dir vorhatten? Cell? Diese Typen! Ah, vergiss es. Ach komm schon, ich war ewig eingefroren, da vergisst man so Dinge. Warnung! Nanosuit-Abmusterung läuft. Alle nicht erforderlichen Mitarbeiter. Das ist Nax, Cell Security KI. Ah ja, und die kann uns orten. Ich denke mal, die wissen, dass wir hier sind. Endlich raus aus dem Regen. Was haben wir hier drüben?
Können wir mitnehmen. Braucht nur niemand, also weg damit. Und hier rein. Schalter ein. Was haben wir hier? Wir können die Waffe anpassen und zwar einmal hier oben den Lauf. Dann hier drüben können wir den Pointer hier nehmen. Munition können wir auch verändern. Leider haben wir gerade nur die Standardmunition. Und da bleiben wir auch. Wir gehen durch die Vordertür rein. Das Überraschungsmoment ist unsere einzige Chance. Niemand wäre so verrückt, das zu versuchen. Alles klar, ich bin bereit. Wahnsinn, genau mein Ding. Tarnmodus. Erledigen wir sie leise. So, den hätten wir. Und die hier drüben nehmen wir mit. Und schauen gleich mal rein, was können wir hier tun. Einmal hier hin und wenn wir schon dabei sind, machen wir hier mal den Pointer hin. Oh, sehen die mich? Na, wir werden wahrgenommen. Aber sie sehen mich nicht, also den kriegen wir noch. Wenig Energie, aber den holen wir. Und ich würde sagen, gleich mal den hier noch. Andererseits, kommen wir da noch ran? Nope! Der hat mich gesehen. Oh, da kommen noch mehr. Okay, jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Scheiße, Verstärkung! Wo ist die Verstärkung? War hier noch jemand? Oder haben wir alle? Ich denke mal, hier unten rennt irgendwo noch einer rum, aber sonst hätten wir alle. Manchmal tun mir diese Mistkerle leid. Hallo, mein Freund. Romeo 1, nähern uns dem Ziel. Over.